Wenn nicht das, dann ist sie eben noch nicht eingezeichnet, aber es wäre aber auch wirklich komisch, wenn die eingezeichnet wäre. Die Höhle. Naja, mal schauen. So. Dann müssen wir hier vorbei wieder. Ich finde es so lustig, dass die Leute den Obelisken anbeten, während da noch dran gemeißelt wird und gearbeitet wird. Okay. Das ist ein bisschen seltsam. Verdammt, warte mal. Wo geht da der Weg los? Dahinter, oder? Ah, okay. Ihr braucht es ja nicht mehr. Wo ist da der Weg? Ah, ich bin, glaube ich, gerade hier. Also, ja, okay, Entschuldigung. Habe ich mich gerade verguckt? Ah, da ist der Weg. Na also, da werden wir mal schauen, ob dieses Loch auf der Karte die Sterne ist. Bin mal sehr gespannt. In wem verguckt? Hohoho. Schäfchen. Hier könnte es. Nee, ich glaube, es ist da. Also hier ist zwar eine Höhle, aber die kann nichts spiegeln. Glaube ich. Weil da in der Vorder ist ja Sand. Aber krass, wie schnell ich jetzt wieder an Inspiration gekommen bin. Also, ich hatte ja minus 2. Und kaum bin ich hier, habe ich jetzt 7 oder 6. Voll gut. Voll schön hier. So. Da geht es ein bisschen steil runter. Ja, neue Gebiete gehen gibt am meisten, aber irgendwann hast du halt alle Gebiete. Oh das wird dann, glaube ich, problematisch, wenn wir alle Gebiete haben. Hier gerade richtig. Ich glaube nicht. Ah, hier ist eine Leiter. Treppe nennt man das, Tobi. Na komm. Nein. Aber sag bloß, ich kann da nicht rauf. Verdammt. Ah, jetzt. Gut. Schwarzer Sand. Ja. Gut. Habe ich gerade. Ja. Er packt dich halt fest. So. Okay, wo bin ich jetzt? Hier oben bin ich. So schnell ging das. Okay. Dann. Ah, da sind die, okay.
Dann floß ich mich mal darüber dann. Aber ich habe jetzt nur noch zwei Inspirationen. Okay, ich habe vier Bilder gemalt. Ja, okay, ja. Ein für Mami und einmal für die Windmühle und zweimal die Dings. So, dann Ausrüstung plus Ausrüstung plus. Ich kann das nicht in tiefem Wasser tun. Ach, cool. Gut, dann packe ich es wieder ein. Ich kann das nicht machen. Wie soll ich denn dann dahin kommen? Na schön. Dann hebe ich mal erstmal den Ast auf. Schiff. Dann versuche ich mal von oben reinzukommen irgendwie. Vielleicht kann ich irgendwie kein Floß im Meer. Oh nein. Ja, vielleicht, ja. Ich dachte jetzt ja, wir haben voll die gute Idee und dabei ist das voll blöde Idee. So, aber wir haben jetzt gelernt, dass wir das nicht können. Gut. Dachte sich der Entwickler auch. Ja, bestimmt. Vielleicht gibt es da wieder so ein Rätsel, wo man einfach runterfällt in die Höhle. Aber dann müsste man ja auch wieder hochkommen. Also, ja, okay. Das macht alles so weh. Oder ich brauche davor oder dafür erstmal so einen Greifhaken. Oder du nimmst den Eingang. Ja. Könnte man ja auch. Okay, hier sind wir gerade falsch. Da muss ich noch ein bisschen weiter. A little bit. Gespannt, ob wir da einfach runterkommen. Aber wahrscheinlich. Warte, jetzt sind wir hier. Okay. Noch einmal ein Tüchli. Aber brauche ich nicht anscheinend. Okay. Dann müsste es hier unten sein, nicht wahr? Also, das ist das da. Also müsste es genau unter mir sein. Bin jetzt weg. Bye bye. Ciao, Flo. Denk daran, was wir ge gesagt haben, ne? Ah, verdammt, ja, ich brauche so ein Kleidding. Oder ich kann einfach runterspringen vielleicht. Nee, natürlich nicht. Oh Mann. Verdammt. Ja, dann muss ich mir so einen Greifhaken machen. Oder kaufen. So, aber das können wir ja mal. Ganz easy, da müssen wir nur den ganzen Weg zurück zur Stadt nehmen. Wir sind gerade da und müssen wieder nach Nava.
Ja. Genau, wir waren gerade hier. Und wir müssen von da nach da, nach da und dann nach da. Okay. Muss sowieso mal verkaufen, ja. True, true. Pause machen. Ja, dann ja, gehen wir noch schnell in die Stadt oder kurz in die Stadt. Verkaufen alles, machen eine kurze Pause. Dann so um 5 oder kurz vor 5 ist dann Pause. Ich muss dann auch langsam mal aufs Klöchen. Gut. Oh Mann, den Witz. Was macht man, wenn man einen Pilz im Wald findet? Und die Antwort ist, ihn austrinken oder es austrinken. Wow. Das ist so. Oder, was macht ein Pilz im Wald? Frage. Und das war's. Ich weiß die Antwort nicht mehr. Nee, das waren beides mal solche Low-Dinger. Genau, dann gehen wir mal wieder darüber. Wow. Just wow. Ganz ehrlich, wow. Südela. Ich will auch mal da hoch. Das können wir ja dann, wenn wir diesen Greifhaken dann haben. Oder diese Seilwinde eben. Das wird interessant. Dadim, 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 dadim. Manche Flachwitze sind ja lustig, aber die meisten sind einfach nur so. Hat er das jetzt erst gemeint? Ja, hat das? Ein Querfeld durch. Und doch. Sieht auch richtig cool aus hier. Wow. Dann müssen wir mal richtig viel Geld verlangen. Und dann. Es ist etwa schon wieder Nacht. Diese ganzen Leute, wenn sie in der Nacht schlafen, das nervt voll. Dann müssen wir jetzt mal auch schlafen. Unmöglich. Dann können wir eigentlich jetzt schon Pause machen, ne? Dann schlafen wir hier ein bisschen und machen 5 Minuten ungefähr Pause. Und dann was?
Und dann sehen wir uns in 5 Minuten wieder. Das können wir doch mal machen. Die. So. I'm back again. Moment. So. So, gut. Dann so, sind wir jetzt ready, Teddy, for some sailing. Oder sailing, nicht sailing. So, da bin ich mal gespannt. Also, ich habe jetzt gerade nicht mehr im Kopf, wie viele Schimmersteine wir überhaupt haben. Okay, diese Welle ist cool. Hi. Welcome back. We've got plenty more patrons interested in your work. Plenty. Aufträge abgeben. Was? Welcome back. We've got plenty more patrons interested in your work. Wir haben keine Aufträge gemacht. Hä? Wieso? Ich klinge ein, sag ich so, ohne echte Bilder zu sehen. Hä? Wieso kann ich die nicht abgeben? Hat er das zu belichtet gemalt? Aber das ist doch voll die Schönheit. Wieso? Hä? Ja, wieso zeichne ich das auch oder male ich das so belichtet? Aber hey, hey. Welcome back. We've got plenty more patrons interested in your work. Ja, geil. Super. Dann verkaufen wir halt nichts, weil wir anscheinend nichts gemacht haben. Hä? Okay, checke ich gerade echt nicht. Good day. Doch. Seilrutsche 70. Gut, wir haben zum Glück genug. Aber stimmt, wir haben keine Zeichen bekommen, als wir es gemalt haben. Das stimmt. Hey, Zipa. Hi. Na, wie geht's dir? Genau, wir haben kein. Stimmt, wir haben kein Feedback bekommen, dass der Auftrag abgeschlossen ist. Das ist jetzt aber ärgerlich. Ich meine, wir haben dafür jetzt 4 Punkte abgegeben. Oh. Aber wieso zählt es nicht? Bist du immer noch der Meinung, dass die Etrusker Griechen seien? ich habe das, du warst ja letzten Donnerstag nicht da, leider. Da habe ich das alles geklärt auch, dass die Etrusker höchstwahrscheinlich, also wir machen das jetzt nur hier kurz, weil das ja nicht im Game ist oder das Spiel dazu. Die Etrusker kamen höchstwahrscheinlich aus Kleinasien, also das ist die Theorie, die die meisten noch unterstützen. Und zwar, dass sie aus entweder Troja oder Nachbarstädten oder Ländern von Troja kamen. Und eine Mischung aus Zuwanderer aus Kleinasien sind und Eingeborene. Genau. So. Aber sie kam über Griechenland. Oh, also doch recht gehabt. Okay, werde mir das Video anschauen. Oder ich kann dir mal eine Doku. Oder kannst dir eigentlich auch die Doku einfach auf YouTube anschauen. Die Etrusker Doku. Kann ich mal am Ende hier verlinken, wenn du willst. Und ich könnte dir auch ein paar
Internetseiten schicken oder eben in den Chat schreiben, die ich mir angeschaut habe. Unter anderem natürlich. Genau. So, dann segeln wir jetzt mal wieder hier hin. Ups, jetzt ist es ein bisschen tief. Ah, Mann. Ist das Wasser ein bisschen wild, ne? Da kommen wir nicht rüber. Oder also bei den Klippen kommen wir eh nicht rüber. Wieso scheint jetzt die Sonne so heftig? Da werden die ganzen Bilder, die ich mal überbelichtet. So, dann holen wir uns mal das Floß. Das ist zu tief. Komm, dann gehen wir halt ein bisschen rüber. Ja, hier geht's wieder, ne? Ja. So. Dumm. So. Oh, wie praktisch. Na komm. Packe ich ein. So, jetzt müssen wir halt schauen. Wir haben jetzt noch 2 Punkte. Das heißt. Also wie machen wir das jetzt am besten? Am besten wäre, glaube ich, wir gehen zuerst in die Höhle. Du hast nicht mehr so viel. Ja. Genau. Hätte ich jetzt auch gesagt. Erstmal die Seilrutsche nutzen und in die Höhle gehen. Und dann bekomme ich bestimmt vielleicht so ein ganz kleines bisschen Inspiration zurück und dann kann ich 3 Bilder malen. Dann schaue ich auch nicht, dass es, also da muss ich ja nicht so schauen, dass es erst die perfekten Bilder sind. Aber Hauptsache, das wird gewertet. Ah, komisch, dass die nicht gewertet wurden. Wahrscheinlich eher, weil die die Ruine war nicht groß genug vielleicht. Ich weiß es nicht. Hätte es auf dem Weg beim großen Baum schon mal gemacht. Stimmt, auf. Verdammt, das wollte ich ja eh machen. In das Baumhaus gehen. Oh Mann. Stupido. Genau. Habe ich ja auf dem Hinweg schon gesagt. So, ja, das können wir ja dann auch machen. Und glaubst du, ich mach das? Nö. So. Da ist, glaube ich, die Seilrutsche dann. Genau, jetzt ist gerade Sonnenfinster. Und hier ist ein bisschen Seil. So. Seilrutsche. Ja. Festbellen. Yes. Cool, das hat mir auch Inspiration gegeben. Ist schon mal gut und zwar nicht wenig. Und hier sind die heißen Quellen. Yeah. Setze ich mich mal hin. Nochmal ein bisschen. 4. Komm. Ach, come on. So, dann Getränke. Oder Ausrüstung. Leere Flaschen. So, das ist gut. Gut, okay, das ist eine Riesenhöhle. Das ist ja eine Riesenhöhle. Cool. Okay, dann fliegen wir mal kurz darüber. Jetzt muss ich halt den richtigen erwischen. Ja. Da.
Ja, von hier komme ich dann hoch. Aber von hier komme ich nicht runter. Das ist blöd.